Das Projekt heisst das Kulturbüro Manuel und es ist sehr vielschichtig, aber das Zentrum davon ist das Kulturbüro. Das ist ein Schulzimmer, das Ateliercharakter hat. Wir haben gedacht, dass wir an den Fenstern etwas herschreiben, so mit Fensterfarbe. Dann da vorne ein paar Küsse selber machen im Werken, wo dann die anderen können sitzen, die reinkommen schauen. Ein paar Bild, die man nicht braucht, also anmalen. Und dann das Projekt, das von den verschiedenen Klassen würden wir hier aufhängen. Also einfach ausstellen. Also die Projekte, die die Klassen machen, sind, das variiert von Tanzprojekt, also Stricktanz zu Tanztheater. Dann haben wir zwei Filmprojekte. Dann machen wir mit einer Klasse machen wir einen Flashmob. Und die Kernklassen sind 6 im Ganzen. Und das geht von 2 Klässler bis 9 Klässler. Sie arbeiten sehr viel mit Fantasie und mit Geschichten, die man im Kopf entwickelt. Und dann tun wir sie eigentlich in Tanz und Bewegung und Improvisation umwandeln. So, ja. Und dann rechts rum, zappeln, zurück. Ein Teil dieses Projekts ist ein Newsletter, wo die Schule hat uns gesagt, auch wieder die Lehrer haben gesagt, dass das eigentlich lässig wäre, weil sie haben mal eine Schülerzeitung hatten und die würden es eigentlich gerne wiederbeleben. Und haben gedacht, es wäre doch eigentlich super, wenn wir genau das Projekt benutzen, um ein Newsletter zu kreieren. Und das führen sie nachher dann quasi weiterführen als eine Schülerzeitung. Also wir hatten schon 2 Sitzungen gehabt, einfach mal so überlegt, was wir so machen und wer was macht, wer tut fotografieren, wer tut interviewen und wer tut schreiben. Und wie alt seid ihr? 8. 8. Und was macht ihr hier? Das weiß ich nicht so genau. Etwas mit Bewegungen. So genial. Hey, es ist witzig. Also, ein Stop-Motion-Film. Ja, wir machen einen Stop-Motion-Film. Ja. Also ich bin Kameramann. Er ist Regisseur. Ich bin Regisseur. Und sie ist Produktionsleiterin und hilfsbereit. Ja, hilfsbereit. Ich bin so die Hilfe, wo so. Ja. Du bist die Hilfe, genau. Ja, ich bin die Hilfe. So, und ich muss schon ein bisschen, den Baum. Also du musst ja nicht kämpfen, das ist gut. Fuß weg. Für mich als Lehrkraft, mir hat es wieder Mut gemacht, um auch etwas Neues auszuprobieren. Ich habe noch nie einen Film gemacht und ich denke, ich würde mir jetzt glaube ich, zumuten, das auch mal allein zu versuchen. Das hat mir sehr viel gebracht. Es ist noch cool, dass man all die Techniken kennenlernt. Und auch zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Und nicht nur den ganzen Tag so Mat und Frauen so etwas ja, genau. Machen. Und so. Ein bisschen kreativ sein. Ja. Also für mich wäre ein Highlight von einem von das Projekt auslösen in den Kindern, in den Schülern, das Wissen oder das Verstehen, dass in dieser Arbeit gibt es in dem Sinn kein richtig und kein falsch, vor allem in einem kreativen Prozess, sondern dass sie können einfach aufmachen und sprudeln. Also wir machen ein Filmprojekt, das immer so kleine Szenen drehen. Und jetzt haben wir alle so wie einen Dialog bekommen. Ich habe eine Frage dazu. Wo bist du? Das weisst du ja. Wir haben gesagt, dass du es nicht mehr machst. Ja, aber ich kann nicht. Dass wir hier schauspielen dürfen, hilft, denke ich, dass es uns auch in Zukunft helfen wird, dass wir mehr Selbstvertrauen haben und dass wir auch zu den Leuten reden können oder wenn wir schon irgendetwas machen müssen, dass wir uns trauen, etwas zu machen. Got life to go.